Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Automobilista Beta in der Version 1.5.0 Beta. Willkommen zur allerersten Folge Blödsinn auf Büskerüt. In Automobilista kann man nicht nur unglaublich gut Rennen fahren und wahnsinnig gut ein Auto spüren im Lenkrad, man kann auch wahnsinnig viel Blödsinn machen, denn man kann jedes Fahrzeug auf jede Strecke laden in Automobilista. Das finde ich richtig cool und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache so eine kleine Serie Blödsinn auf Büskerüt, wo ich euch einfach so ein paar Sachen zeige, die man in Automobilista machen kann. Natürlich ist noch viel mehr möglich. Falls ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt den in die Kommentare und ich versuche den irgendwie zu realisieren. Ich muss hier mal losfahren, denn ich bin hier im Rennen unterwegs. Ich musste auch ein paar Gegner auswählen oder zumindest einen Gegner auswählen, weil wenn man den Trainingsmodus hier nimmt auf der Kartstrecke, kommt man mit dem Truck nicht aus der Boxengasse raus oder aus der Garage raus. Das ist ein Problem. Darüber hinaus solltet ihr unbedingt einen Truck mit Handbremse wählen, um hier um die engen Kurven rumzukommen. Das war jetzt ein bisschen viel. Ich habe die Handbremse auf einen Knopf gelegt. Ist natürlich nicht ganz so ideal. Also wer eine analoge Handbremse hat, kann hier unglaublich viel Spaß haben. Also noch mehr als ich jetzt, weil es ist schon einfach geil. Ich liebe diese neue Kartstrecke und ja, ich finde eigentlich alles, was es hier, das war zu viel des Guten, alles, was es hier in Automobilista gibt, ist einfach fantastisch. Das muss man so sagen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas hier in dem Spiel finde, wo ich sage, nee, das passt nicht, das fühlt sich doof an oder so, kann ich mir das nicht vorstellen. Oh, jetzt kriege ich eine Strafe, jetzt muss ich aufpassen. Uah. Wo bleiben eigentlich die Karts? Die müssten viel schneller sein. Komm, 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 komm. Die Weltklasse trifft. Wir haben 3663 Newtonmeter Drehmoment. 3663 Newtonmeter. Gut, wir wiegen auch 4800 irgendwas Kilogramm. Okay, wir bleiben im dritten Gang. Nein, das war zu viel. Ja, ich wollte nur Platz machen, dass der Kollege hier im Kart vorbeifahren kann. Probiert es unbedingt aus. Es ist so, so geil. So ein tolles Gefühl irgendwie. Dieser Riesentruck hier auf so einer Kartstrecke. Einfach Wahnsinn. Man kann auch ein bisschen ordentlicher als ich fahren, aber wenn es geht, dann geht's nicht. Ah, schade. Die Turbo-Sounds, die neuen, sind so gut. Wir haben, glaube ich, einen 12-Liter-Motor, wenn ich richtig gelesen habe, hier drin. 12 Liter. Ah, zu viel. Also das ist der Nachteil, wenn man so eine, also wenn man keine richtige Handbremse hat, sondern nur so einen Knopf, dann ist halt immer der Druck gleich voll da. Und man kann den nicht so gemütlich aufbauen, den Bremsdruck der Handbremse. Ja, das war jetzt zu wenig. Dafür keine Strafe. In den Karts war diese Bergabpassage hier, die Schikane, so Weltklasse zu fahren, aber jetzt hier im Truck. Ah, zu viel untersteuern. Noch auf der Strecke und durch die Schikane wie ein junger Gott. Das ist so gut. Nein, schon wieder. Also hier scheint irgendwas an der Strecke. Irgendwie geht es hier. Vielleicht ist die geneigt zum Kurvenausgang hin. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an als die anderen Kurven. So, wenn man so leicht in den Drift reingeht. Komm, komm, komm. Ah. 7 Runden habe ich, glaube ich, nur eingestellt. Und ich denke immer, er stirbt ab, aber er kommt dann schon noch. Wie jetzt. Sind die gerade in mich reingeballert, die Jungs? Da sieht man sie.
Nein, 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 nein. Ich bin hier gestern mit meinem Sohn, habe ich das hier ausprobiert. Also Automobilista ist einfach eine hammergeile Simulation, aber auch ein Spiel, welches sich für Kinder eignet. Mein Sohn ist 4 Jahre alt und dem hat es auch Spaß gemacht, hier mit dem Truck seine Ründchen zu drehen. So, jetzt vielleicht. Da war der Erste einfach der Beste. So, ich würde sagen, nach dieser Runde fahren wir noch eine und dann verabschiede ich mich von euch. Aber ich glaube, in diesem Mini-Let's Play... Ach, kommt schon. In diesem Mini-Let's Play lasse ich euch was aus der Wiederholung da. Weil es einfach natürlich saugeil aussieht, wie so ein Riesentruck hier die Kartstrecke entlang fährt. Nein! Ach, alles gut, nur ein Kratzer. Ich möchte gar nicht wissen, was unser Motor sagt. Der wird wahrscheinlich kurz vorm Überhitzen stehen, weil wir keine längeren Geraden haben, wo der Motor ein bisschen Luft bekommt. Nein! Oh, und hängen geblieben auch noch. Aber hier geht es wirklich nur um Blödsinn und Spaß. Es geht nicht darum, irgendwie hier tolle Skills am Lenkrad zu zeigen, denn die habe ich nicht, zumindest nicht im Driften. Obwohl in den anderen Renndisziplinen auch nicht so großartig. Heute habe ich mich wieder mit meinem Vater unterhalten. Der fährt jetzt mit mehreren GT3 Autos in Assetto Corsa die Nordschleife im VLN-Layout unter 8 Minuten. Verrückt. Werde ich wahrscheinlich nie hinbekommen. Ich mache lieber hier sowas. Oder was heißt lieber? Ich fahre auch gern schnelle Zeiten in Assetto Corsa, aber oder in anderen Spielen. Aber sowas ist halt einfach geil. Nein, 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 das hätte klappen können. Ah! Naja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blödsinn auf Büßgrüt oder zu einem anderen Video von mir. Macht's gut, weiterhin schöne Weihnachten oder fröhliche Weihnachten, guten Rutsch und so weiter und so fort. Bis dann, haut rein, Leute.